Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen ein Buch vorstellen. Es stammt von Emily Ruskovich, einer amerikanischen Autorin, und heißt Idaho. Auf Deutsch ist dieses Buch 2018 herausgekommen. Übersetzt wurde es von Stephanie Jacobs. Das ist ein wunderschön geschriebenes Buch, faszinierend. Und es hat einen renommierten Literaturpreis bekommen, zu Recht, wie ich finde, und ist weltweit von der Presse hoch gelobt worden. Die Autorin Emily Ruskovich ist eine junge Frau. Ich habe nicht gefunden, wann sie geboren wurde, aber ich vermute, dass sie so Ende 20 ist. Vom Typ her ist sie ein Mädchen vom Lande mit langen blonden Haaren. Und dieser erste Eindruck, der stimmt, denn das sagt sie von sich selbst, sie sei sozusagen ein Mädchen vom Lande, was auch in dieser Landschaft von Idaho groß geworden sei und ihre Erlebnisse, ihre Kindheitserinnerungen sind ganz stark in dieses Buch eingegangen. Idaho liegt im Nordwesten der USA, ein Staat, in dem die Welt noch heil ist, mit einer grandiosen Landschaft, die eine große Wildheit verströmt und große Ursprünglichkeit. Und dort ist Emily Ruskovich groß geworden, auf dem Hoodoo Mountain, von dem nachher noch kurz die Rede sein wird. Es ist ein Staat der weißen Amerikaner. Die Hauptstadt ist Boise. Inzwischen unterrichtet Emily Ruskovich dort Creative Writing an der Boise State University seit 2017. Es ist ein Land der Outdoor Activities, in dem es so friedlich ist, dass inzwischen sehr viele Menschen aus Florida und Kalifornien dorthin ziehen. Emily Ruskovich ist verheiratet, sie hat ein Kind und sie lebt ein einfaches Leben. Sie liebt Tiere, sie liebt Pflanzen und sie liebt das Leben auf dem Lande. Sie hat schon früh Kurzgeschichten geschrieben und dann 5 Jahre an diesem ersten Roman Idaho gearbeitet, für das sie nun mit dem International Dublin Award 2019 ausgezeichnet wurde. Der International Dublin Award ist ein Preis, der mit 100.000 Euro Preisgeld versehen ist. Das ist der höchst dotierte Preis für eine Autorin, einen Autor, der weltweit vergeben wird. Gesponsert wird er von der Stadt Dublin und ausgewählt von Bibliothekaren aus öffentlichen Bibliotheken, die über die ganze Welt verstreut sind, aus 41 Ländern, 115 Städten. Einmal im Jahr, seit 1996 wird er vergeben. Und dieses Jahr hat ihn, wie gesagt, Emily Ruskovich bekommen und ist darüber über Nacht weltberühmt geworden. Worum geht es in diesem Roman? Im Mittelpunkt des Romans steht eine Familie, die in der Wildnis lebt. Der Mann Wade, seine Frau Jenny, ihre beiden Töchter, May und June, und dann noch die zweite Frau von Wade, Anne. Der Roman spielt in einem langen Zeitraum zwischen 1973 und 2025, also geht bis in die Zukunft. Und der Ort ist Nord-Idaho. Wade und Jenny leben in der Wildnis. Sie haben auf einem Berg ein Grundstück gekauft, auf den zu ihrem Haus führt nicht mal ein Weg. Es gibt keine Elektrizität, kein fließendes Wasser. Jenny bekommt zwei Kinder, zwei Mädchen, May und June. May ist 6 und June 9 Jahre alt, als etwas ganz Furchtbares passiert. Die Familie lebt eigentlich ganz glücklich in der Wildnis und sie holt sich auch immer wieder Holz aus dem Wald für den Winter und zum Verkauf. Und auf
einem dieser Ausflüge, als es sehr heiß ist, will es das Schicksal, dass Jenny aus Versehen May mit einem Beil tötet. Bei diesem Ereignis verschwindet die ältere Tochter June im Wald, wird nie wieder gefunden. Jenny kommt ins Gefängnis, dort bleibt sie fast ihr ganzes Leben lang. Wade heiratet ein zweites Mal Anne, das ist eine Lehrerin an einer Schule, an die seine beiden Töchter einmal gingen. Und nun will das grausame Schicksal für diese Familien noch ein weiteres Unglück ist für sie vorgesehen. Wade leidet an Alzheimer. Und diese Alzheimer-Krankheit wird in seiner Familie genetisch vererbt und macht sich sehr früh schon bei ihm bemerkbar. Und seine zweite Frau Anne, die mit dieser Krankheit nach und nach konfrontiert wird, tut nun alles daran, um seine Erinnerungen zu bewahren. Sie geht auf Spurensuche. Sie fängt an zu recherchieren, was damals im Wald passiert ist, und versucht, die Erinnerungen in seinem Hirn, in seinem Hirn, das immer größere Lücken aufweist, festzuhalten, zu bewahren und dadurch Wade auch ein bisschen länger bewusst am Leben zu erhalten. Die Erzählstruktur ist nicht ganz einfach. Der Roman wechselt ständig die Perspektive. Man wechselt von einer Person zur anderen Person, erzählt aus deren Sicht, was passiert. Und dazu hin kommen gewaltige Zeitsprünge. Man hat von der springenden Chronologie in diesem Roman gesprochen. Einmal befindet man sich im Jahr 1973, dann 2008, 2012, 2025. Es geht hin und her und es macht die Lektüre nicht gerade einfach. Dazu hin erfährt man nie genau, was eigentlich wirklich damals passiert ist. Die Geschichte hat Löcher, so wie Wades Hirn zunehmend Löcher aufweist. Und so bringt eigentlich die Erzählstruktur zur Geltung, was passiert mit der Erinnerung in Wades Hirn. Die Spuren, die sie in seinem Hirn an Erinnerung da sind, werden nicht zusammengebracht, können nicht zusammengebracht werden. Mal folgt man der einen Spur, mal der anderen, aber sie verlieren sich. Und das ist eigentlich so ein Spiegelbild von dem, was in seinem Hirn passiert. In diesen Erinnerungsspuren begegnet man Personen, die mal enger, mal weniger eng mit dem grausamen Geschehen verflochten sind. Jenny kommt ins Gefängnis, man begegnet ihr im Gefängnis. Anne, die zweite Frau von Wade, macht sich auf die Suche nach Menschen, die etwas über dieses Ereignis, den Mord im Wald, wissen könnten. Und nun begegnet der Leser Personen, die in ihrem Leben selbst kleine Dramen erlebt haben. Man begegnet einem alten Ehepaar, das sich gegen Kinder entschieden hat und das zu dem Zeitpunkt, als sie mit diesem grausamen Geschehen konfrontiert werden, feststellen, dass das ein Fehler war. Und sie gestehen sich da ein, dass sie ein Kind hätten haben sollen. We should have had a child. Wir hätten ein Kind haben sollen. Aber es ist vorbei. Diese Möglichkeit ist ihnen nicht mehr gegeben. Man begegnet einem alten Fahrer, einem alten Mann in einem Truck, der einen Truck fährt. Und in diesem Truck liegt Plastikspielzeug. Und auf die Frage, warum dieses Plastikspielzeug da rumliegt, antwortet der alte Mann, dass ab und zu mit ihm seine Enkelin fahre. Und diese Enkelin sei inzwischen erwachsen und nehme immer wieder dieses Spielzeug in die Hand und sagt, habe ich damals
wirklich damit gespielt. Und jedes Mal freue er sich auf diesen Moment und jedes Mal denkt er dabei, könnte sie wirklich jemals so jung gewesen sein? Wie die Zeit vergeht, wie Dinge ihren Wert verlieren, wie es nur noch Spuren von Erinnerungen sind, die nicht mehr virulent sind. Man begegnet in einem Haus einem Elternpaar mit einem behinderten Kind, das auch einen sehr eigentümlichen Eindruck hinterlässt. Und man begegnet vielen, vielen anderen Menschen mehr. Am schönsten, finde ich, an diesem Roman sind die Stellen, wo man dem Land begegnet, der Landschaft begegnet. Einem Land, das geprägt ist durch Wildnisse, durch extreme Temperaturunterschiede, extrem heiße Sommer und extrem kalte, schneereiche Winter, wo es Berge, Seen und Wasserfälle gibt. Idaho ist ein Staat mit einem Nationalpark, dem Yellowstone National Park, dem ersten Weltpark weltweit, in dem es sehr viele Erholungsgebiete gibt, in denen man fischen und jagen und angeln und Skifahren kann und klettern und campen. Und in dem, wie gesagt, die Outdoors-Activities eine große Rolle spielen. Ein Land, in dem wilde Tiere bis an die Wände der Holzblockhütten kommen, wenn man dort übernachtet. Ein Land, in dem es sternenklare Nächte gibt und das geprägt ist von großer Einsamkeit auch. Ein Land, wie es den weißen Siedlern zum ersten Mal begegnet sein muss, als sie amerikanischen Boden betreten haben und in Besitz genommen haben. Ein atemberaubend schönes Land, das aber auch angsteinflößend ist. So wie dieser Roman, der eine atemberaubend schöne Landschaft schildert, in der ein ganz grausamer Mord passiert. Emily Ruskovich ist, ich habe es erzählt, in dem Hoodoo Mountain groß geworden, hat dort ihre Kindheit verbracht mit ihren Eltern und ihrer Schwester. Und das ist nun ein Gebiet, in dem Menschen auf mysteriöse Weise verschwinden. Jäger zum Beispiel nie mehr nach Hause kommen, und indem es Selbstmord gibt, die nie aufgelöst werden, warum dieser Mensch Selbstmord begangen hat. Als wäre er einem Zauber des Ortes verfallen. Und wenn Emily Ruskovich diese Landschaft schildert und diese ihre Kindheit, die Kindheit von May und June in dieser Landschaft, dann schildert sie auch ihre eigene Kindheit. Und die Spiele mit ihrer Schwester, bei denen die Fantasie ihr alleiniger Unterhalter gewesen ist, bei denen Puppen Schicksale bekommen und in wilden Dramen verwickelt sind. Und das sind, finde ich, die schönsten Stellen im Buch. Die beiden Mädchen und der Leser begegnet einer Landschaft, die voller Erinnerung an Menschen ist, deren Spuren man findet, aber die Menschen nicht mehr. So findet man zum Beispiel auf einmal im Wald, mitten im Wald in der Wildnis, einen Stuhl, eine Lampe und einen hölzernen Bilderrahmen mitten im Wald. Und man fragt sich, wie ist das da hingekommen? Wer hat das dort abgeliefert und wieso in dieser Kombination? Was steckt da dahinter? Das ist eine Landschaft, in der sich die Menschen einnisten müssen, in der sie aufgehen müssen, in der sie in deren Temperatur wechseln, sie aufgehen, eingehen müssen. Und nicht umsonst heißen die beiden Kinder May und June und erinnern an die schönste Jahreszeit, die angenehmste Jahreszeit, die man in diesem Land im Norden Idahos finden kann. Findet sich der Mensch nicht ein, wird er nicht eine Einheit mit diesem Land, mit dieser Landschaft, dann kann sich die Begegnung mit ihr
tödlich erweisen. Und genau das schildert dieser Roman. Ich habe davon gesprochen, dass man immer wieder einen Perspektivwechsel hat. Einmal wird das Geschehen aus der Sicht Anns erzählt, aus der Sicht Jennys, aus Wade, verschiedene Personen schildern, was passiert. Und einmal folgt man sogar einem Bluthund, der nun auf die Fährte der verschwundenen älteren Tochter June gesetzt wurde und schnüffelnd dieser Spur folgt. Und auf diesem Weg durch den Wald begegnen ihm unendlich viele Düfte und er verfolgt mal die eine Spur, mal die andere Spur, begegnet einem Wesen, einem lebendigen Wesen, verfolgt dieses lebendige Wesen eine kurze Zeit und verliert dann wieder die Spur. Und genauso handhabt es der Roman. Man nimmt die Spur von Menschen auf, verfolgt sie eine Weile und verliert sie dann wieder. Der Roman hat eigentlich kein Ende. Es könnte immer weitergehen. Man begegnet Erinnerungen, geschrieben in einer rauschhaften Sprache, in einer bildreichen Sprache, die überbordend ist von Details, mit Sprachbildern, die sich im Kopf festsetzen. Ein beeindruckend geschriebener Roman, überwältigend und genau dort authentisch, wo eben, wie ich finde, sehr viel Autobiografisches von Emily Raskovich eingegangen ist, von ihrer Kindheit in dieser Landschaft. Und in diesen Momenten verdient dieses Buch absolut einen großen Preis, ganz bestimmt. Ich habe eine kleine Kritik an diesem Buch, der man nicht folgen muss, aber für mich ist dieses Buch nicht vollkommen. Es ist fast perfekt. Und es hätte ein für mich ganz großer Roman werden können, wenn diese Landschaft und die Menschen und die Spuren in dieser Landschaft das Hauptthema geblieben wären. Aber der Roman verfolgt für mich speziell, das ist meine Sicht auf diesen Roman, zu viele Momente eines trivialen Krimis. Für mich sind zu viele Schicksale mit hineinverwoben, die auf zu viele Nebengeleise führen und die wegführen von dem eigentlichen Thema, dem Land, der Landschaft, der Wildheit Idahos. Ich finde, es ist ein bisschen zu viel Know-how in Creative Writing eingegangen und zu offensichtliches Know-how. Es ist ein bisschen für mich zu raffiniert geschrieben. Ich will sagen, jeder große Roman muss natürlich raffiniert geschrieben sein, mit viel Raffinesse, sehr vielem Können, wie man etwas schreibt. Aber etwas weniger offensichtliche Raffinesse hätte diesem Buch gut getan. Etwas weniger offensichtliche Cliffhanger und Spannungsmomente hätten der Größe dieses Romans gut getan. Denn eigentlich, und das ist das Hauptthema dieses Romans, geht es um Natur und um Wildheit, die eben keine Zivilisation kennt und keine Raffinesse. Und das ist so für mich ein wenig ein Punkt, in dem ich diesen Roman für mich persönlich kritisiere. Aber also es lohnt sich unbedingt, ihn zu lesen. Lesen Sie Idaho, 2018 auf Deutsch erschienen. Es ist eine wunderbare Lektüre und ich lege sie Ihnen wärmstens ans Herz.